Da ist er wieder, der Euro Truck Simulator 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe. Nein, ich werde das nicht serienmäßig wieder machen, sondern ich glaube, jedes Mal, wenn ich meine, was zu erzählen zu haben, spiele ich mal wieder ein Röntchen ETS 2. Und heute habe ich eine Menge zu erzählen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ich habe absolut keinen Schimmer, wo ich hier gewesen bin. Wo sind wir denn? In Salzburg. Okay. Heute müssen wir eine weite Strecke fahren. Ich habe viel zu quatschen. Der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass ich 3 Wochen in den USA verweilen durfte. Frachtmarkt. Was haben wir denn da Schönes? Ich muss sagen, ich hatte den ETS 2 hatte ich deinstalliert. Und nicht nur, dass mein Speicherstand noch da ist. Nein, er hat auch noch den Mod noch da gehabt. Fand ich super. Also ich musste jetzt nichts neu installieren. Ja, was machen wir denn? In die Schweiz wäre doch mal schön. Ist zwar nicht so weit, aber gibt immerhin gut Kohle und von da aus können wir nochmal fahren, ne? Ich werde jetzt schon wieder nach Dresden fahren. Ach ne, Moment, ich muss ja erstmal hier Salzburg anklicken. Dann hat sich das mit der Schweiz nämlich schon erledigt. Oder? Ach, komm ich immer mal in die Schweiz. Nürnberg, Wien. Ja, was soll das denn? Nee. Will ich zurückfahren? Ich fahre jetzt in die Schweiz. Irgendwo muss doch hier. Straßburg, Leipzig, Nürnberg. Zürich, jawohl. Zack, Kartoffeln. Äpfel, die in der Erde wachsen. Die fahren wir jetzt in die Schweiz. So, ja. Als Navi-Ziel einstellen. Jetzt habe ich die Steuerung völlig vergessen. War ja nur WASD. Tja, fangen wir am besten ganz vorne an. Also. Nein. So. Machen wir erstmal den LKW an. Wo muss ich hin? Rückwärts? Muss ich rückwärts? Kann ich vorwärts fahren? Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Da sieht gut aus, da sind Schilder. Machen wir hier mal lang. Ja, also. Ich bin in den USA gewesen und zwar zunächst, wir waren mit Commander Krieger, aka André Krigier. Dann Debitor war noch dabei, also Peter. Der ein oder andere wird unsere Herrenabend-Videos bei Pizmeet TV gesehen haben oder auf den Kanälen von Krieger oder Debitor. Sepp war noch mit. Und 2 Geschäftsführer, also Jan und Stefan von Game Insight. Wow, das war knapp. Wir sind, boah, ich weiß gar nicht mehr an welchem Datum. Ich glaube am 3.6. kommt das hin. Bin ich mit Sepp in den ICE von Köln aus zugestiegen zu Peter und Kriegerlein. Wir sind dann erstmal nach Frankfurt sind wir gefahren. Von da aus ging es nämlich los Richtung... Wow! Jetzt weiß ich wieder, was für ein Problem gab. Die Bremsen haben nicht funktioniert. Sehr gut. Erste Mal auf der Straße, direkt wieder Unfall. Jawohl. Von Frankfurt aus sind wir geflogen. Es ging mit Iceland Airlines erstmal Richtung Reykjavik. Das war alles relativ unspektakulär, muss ich sagen. Wobei Iceland Airlines echt zu empfehlen ist. Was Beinfreiheit angeht und ja, man hatte einen Monitor und konnte Filme gucken und da hatten wir Spaß. Da waren wir auch noch alle fit. Keiner war müde. Mussten zwar in Frankfurt, glaube ich, schon 2 Stunden rumkriegen, aber das geht zu siebt ja halt relativ fix. Ja, in Reykjavik war ziemlich windig, aber davon haben wir auch nur so viel mitbekommen, als dass wir von der Halle ins Flugzeug gestiegen sind. War sehr windig und sehr regnerisch, also schnell weg von Reykjavik Richtung Minneapolis. Diesmal war auch, nee, ich glaube, es war auch Iceland Airlines, es war, glaube ich, sogar die gleiche Maschine, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube schon. In Minneapolis angekommen, haben wir uns erstmal 2 Mietwagen besorgt, die natürlich
vorher schon bestellt waren. Ganz liebe Grüße, die wird es zwar nie sehen, aber an Christina, die das Ganze organisiert hat. Und es auch alles wunderbar geklappt hat. An dieser Stelle. Ja, wir haben uns die Mietwagen besorgt und dann hieß es erstmal, wir müssen ja von Minneapolis, vom Flughafen, nach Mankota, wo dann unser Hotel war, unser Motel war. Das war ein Super 8 Motel. Generell muss ich sagen, dass ich von Motels irgendwie ein schlechteres Bild im Kopf hatte, als sie im Endeffekt waren. Naja, wir sind dann nach Mankota gefahren. Das war ungefähr nochmal eine Stunde. Allerdings auch nur geradeaus. Auch wenn wir am Flughafen erstmal ein bisschen im Kreis gefahren sind, bis das Navi denn mal ein GPS-Signal hatte. Da hat dann auch die Polizei schon mal ein bisschen umgeguckt, weil wir dann in der Kolonne da um den Flughafen gefahren sind. Aber haben nichts gesagt. Auf dem Weg nach Mankota haben wir dann das erste Mal, glaube ich, bei Applebee's gegessen. Da waren wir dann schon alle recht fertig. Hatten dann ja auch alle schon, ich glaube, über 20 Stunden Reise hinter uns. Im Flugzeug hat der ein oder andere dann geschlafen. Fotos von der Reise könnt ihr ja gerne bei mir in Facebook lesen. Ach komm, den Spacken holen wir jetzt. Bei meinem Facebook-Profil sehen. Allerdings hoffe ich immer noch von Krieger und oder Sepp, muss ich noch die Fotos von denen bekommen. Dann werde ich die auch noch da hochladen. Ja, in Mankota angekommen, ging dann nicht mehr viel. War dann auch schon spät. Da sind wir relativ früh ins Bett gegangen. Jeder hatte da ein Einzelzimmer. Wie gesagt, vom Hotels bin ich echt positiv überrascht mittlerweile. Alter Vater, wird das Ding schnell. Das ist fast wie ein Panzer hier. Und dafür waren wir dann auch in Mankota zum Panzerfahren. Driveatank.com hat es möglich gemacht oder macht es möglich, einem da Panzer zu fahren. Allerdings im Fahrschulpanzer sozusagen. Der hatte keine Kupplung und nix. Man hatte Gas, Bremse, zwei Hebel. Und das war's dann. Jeder durfte mal fahren. Habt ihr in den Videos gesehen. Einer durfte oben mitfahren. Hat eine Menge Spaß gemacht. Es sieht allerdings im Video langsamer aus, als es wirklich ist. Und macht irgendwie mehr Spaß, selber zu fahren. Also, hui, Feststellbremse gezogen. Aber so ist es ja nun mal meistens. Ja, war eigentlich total easy. Also linker Hebel ziehen links rum, rechter Hebel ziehen rechts rum, beide Hebel nach vorne geradeaus. Da durfte dann jeder einmal fahren. Hat auch eine Menge Spaß gemacht. Da war auch noch so eine Tusse da von ich weiß gar nicht, irgendeinem so Fernsehsender da. Die dann da eine Reportage gebracht hat, dass man Tank fahren darf. Der Instructor, den wir hatten, oder da waren ja zwei, drei, der sagte auch, da war auch schon der ein oder andere NBA-Star, der da gefahren ist. Und die haben auch alle reingepasst, weil Krieger hat natürlich bei allem, was wir gefahren sind, erstmal Bedenken gehabt, ob er denn da reinpasst. Und zwar nicht unbedingt von seiner Fülle her, sondern von der Größe. Der hat nämlich dann immer die Knie an den Ohren. So, was wollten wir fahren? Wir wollten Kartoffeln fahren, ne? Ja. Der hat nämlich dann immer die Knie an den Ohren, aber das hat alles hingehauen. Jeder ist dann gefahren, wir haben ordentlich Spaß gehabt. Ich bin als erster gefahren, muss sagen, bin dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen langsam am Anfang gefahren. Erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Der Typ sagte dann auch, nice. Jawohl, erstmal den Fußgängerweg rein. Ne, das ist mir beim Panzer nicht passiert. Ach, oh fuck, ich hab, mir fällt gerade, ich hab den Till ganz vergessen, wir waren ja zu siebt. Natürlich, Till war auch noch mit. Oh mein Gott, es tut mir leid. Der ist Praktikant gewesen bei Game Insight für Kamera und Schnitt. Hat das Ganze auch ganz gut gemacht. Ich glaube, sonst wäre er ja auch nicht mit gewesen. Mein Gott. Panzer fahren wir einfacher. So, komm. Machen wir das mal so. Dann geht das besser. Oh, zack, zack. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bums. Mach das Ding dran. Mach das Gepiepe aus. Moment, auf irgendeiner Taste konnte ich noch die ganze Beleuchtung hier anmachen. Wie ging das denn nochmal? L? Nee. Wo war denn nochmal die Festbeleuchtung hier? Da muss ich nochmal in die Controls gucken. Ja, Till war natürlich noch dabei. Wir sind dann alle Panzer gefahren. Das war auch richtig geil.
Das haben wir direkt am ersten Tag gemacht. Meine ich, ja. Neben unserem Hotel war dann natürlich auch ein typisch amerikanisches Diner, wo ich dann erst in meinem Diner gegessen habe. Und es war so lecker. Gab natürlich dann erstmal Pancakes mit Bacon und Rührei. Und wieso gucke ich gerade bei Grafik? Generell muss man sagen, in Amerika kann man schon ordentlich zulegen. Also ich habe auch das ein oder andere Kilo, was ich vorher ja verloren habe, wieder draufgepackt. Da, Rundumleuchte. Oh. Oh, was. Aber ich glaube, der hat gar keine Rundumleuchte. Weil wir ja gar keine Überlänge oder so ein Kram transportieren. Sollten wir mal blinken. Naja, also nach dem Frühstück sind wir halt dahin geheizt, einen Panzer gefahren. Und die ganze Sache wurde gesponsert von Electronic Arts. Dann hatten die natürlich, nachdem wir dann an den VW Passat, den die extra für uns da rausgekarrt haben, er sagte so, oh, ich habe glaube ich nur ein deutsches Fahrzeug rumstehen. Das Auto hatte natürlich den Motor und den Tank ausgebaut, damit da nichts passiert. Das ist auch relativ schnell gegangen. Also der Panzer fuhr los, bob bob da drüber und nochmal Feierabend. Also war dann ohne Slow-Mo doch relativ unspektakulär, muss ich sagen. Und nachdem Larry halt da drüber gewalzt ist, und ich muss sagen, Larry war ein ganz schönes Schiff. Ich habe so noch nie vor einem Panzer gestanden. Ich fand eigentlich, den wir gefahren sind, der war schnuckelig. Und dann machte er die Garage auf und da stand dann Larry. Da habe ich mir schon gedacht, alter Vater, wenn so ein Ding vor dir steht, dann machst du aber einen Abgang. Ja, Krieger wollte da zuerst fahren und da ist es dann halt auch leider so gekommen. Das war zu klein. Deswegen ist Sepp dann gefahren. Krieger oben drauf. Kann man ja auf den Fotos sehen oder beziehungsweise auf dem... Wow. Machst du mal Licht an. Auch in den Videos. So, wir sind wieder viel zu schnell. Und nachdem wir dann Panzer gefahren sind, sagten sie von Anfang an natürlich schon, hey, wir haben auch eine Shooting Range und ja, schießen. Schießen wollte ihr eh nichts mit zu tun haben. Das haben wir selber bezahlt. Wenn es um richtige Ballerei geht, sind die Konzerne dann doch eher vorsichtig. Kann ich auch gut verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Denn wir hatten richtig gute Laune, richtig viel Spaß gehabt. Auch noch rumgescherzt, als es dann darum ging, mit welchen Waffen schießen wir denn. Und ich wollte von vornherein nur mit dem M4 schießen. Sepp wollte M4 und Barrett wahrscheinlich. Krieger wollte natürlich direkt das ganze Repertoire testen. Er hat dann auch angefangen und wir waren auch noch schön am Sabbeln. Und als dann die ersten Schüsse fielen, da ja auch keiner von uns beim Bund war außer Krieger, und war dann doch relativ schnell still. Also als die ersten Schüsse fielen, vor allen Dingen auch dadurch, dass man da halt drinnen war, ist da ein ziemlicher Druck zustande gekommen. Da war dann relativ schnell Stille und ja, die Stimmung ist ein bisschen runtergegangen, muss ich sagen. Also auch nachdem man da geschossen hat. Ich muss auch sagen, als ich die Waffe in der Hand hatte, ich glaube, das haben wir auch bei dem Männerabend schon erzählt, nachdem er dann den Clip da reintat, wurde doch ein bisschen hibbelig. War halt das erste Mal, dass wir alle eine Waffe in der Hand hatten. Bei Krieger nicht. Bei ihm war es halt das erste Mal, dass er großkalibrige hatte. Ich weiß nicht, womit er beim Bund geballert hat. Keine Ahnung. Ja, also hatten wir schon erzählt, Schießen hat Spaß gemacht, muss aber nicht unbedingt nochmal sein, wenn man sich überlegt, ein Knopfdruck und man löscht mal eben irgendwen da aus. Ja. Na also. Warum zur Hölle habe ich mich gerade überschlagen? Ohne Spaß, warum? Das ist mir noch nie passiert. Das war mein erster heftiger Unfall. Also irgendwas stimmt da mit der Physik nicht. Jetzt fing noch an zu regnen. Oh, wo waren denn die Scheibenwischer? Alter Vater. Ach. Ich fahre viel zu schnell. War das nicht irgendwie auf L oder sowas? Ne, L war Licht. K ist auch fern. Ich kann mal anmachen. P, genau. Ja, also wie gesagt, Schießen war ganz nett. Muss nicht unbedingt nochmal sein. Dann hatten wir
auch schon wieder Feierabend, meine ich, in Lincota. Ich kriege das gar nicht mehr so genau zusammen, um ehrlich zu sein. Und sind dann von Lincota am nächsten Tag. Ach, wieso bist du denn jetzt müde? Wie viel habe ich denn noch? Wie ging man denn nochmal hier die F5, ne? F6. Anderthalb Stunden noch, okay. Müssen wir uns mal einen Rastplatz suchen. Sind wir am nächsten Tag dann von Minneapolis wieder. Also sind dann mit den Autos halt von Lincota wieder nach Minneapolis gefahren, zum Flughafen. Von da aus ging es dann erstmal nach Phoenix. Weil in Phoenix steigt wohl alles in Amerika um. Also es ist echt ein krasser Flughafen. Aber das haben wir uns auf der Karte mal angeguckt. Wenn man irgendwie in den Westen oder Südwesten will, fliegt man immer über Phoenix. Da habe ich dann neben einem Amerikaner gesessen, ich glaube neben einem Studenten. Habe mich mit dem eigentlich den ganzen Flug über unterhalten. Der war echt freundlich. Generell muss ich sagen, die Amerikaner sind ein sehr, sehr freundliches Volk. Okay, die Kellner wahrscheinlich, weil sie auf den Tipp angewiesen sind, also aufs Trinkgeld. Denn die meisten in Amerika, die als Kellner arbeiten, sind komplett aufs Trinkgeld angewiesen. Die kriegen nicht unbedingt noch einen Stundenlohn dabei, sondern da wird gesagt, Junge, das, was du als Trinkgeld kriegst, darfst du behalten. Aber dafür sind die auch umso freundlicher. Und habe mich mit dem lang unterhalten und ging dann natürlich auch los hier, was ist denn in Deutschland, fragte er. Wie sieht das aus mit David Hasselhoff? Angeblich wäre David Hasselhoff ja in Deutschland noch so ein großes Star. Ich sage, nee, wofür denn? Und ja, hätte er so gehört. Ich sage, ja, nee, das stimmt ja nicht. Und ich habe ihn dann gefragt, wie sieht denn hier in Amerika mit Internet aus? Was hast du denn für ein Internet zu Hause? Ja, da fing er an zu grinsen und sagte, dass er genau in der Stadt, wo er irgendwo in Kansas, wo Google halt die neuen Leitungen da testweise verlegt hat, dadurch hatte er 1000 Mbit Upload und 1000 Mbit Download. Da habe ich dann schon nicht schlecht geguckt, muss ich sagen. Plus Zusatz Filmepaket noch, also HD-Fernsehen und weiß der da ja was. Ich habe schon jetzt gedacht, könnte man auch mal hinziehen. Aber nee. Der war ganz nett. Von Phoenix aus, da hatten wir dann eigentlich eine Stunde Aufenthalt, aber da wir beim Start so lange gebraucht haben, ist aus unserem Aufenthalt, alle Raucher haben sich natürlich erhofft, boah, Phoenix, schnell, schnell raus in die Raucherkabine. Daraus wurde dann nix, weil wir, glaube ich, eine halbe Stunde Verspätung hatten und dadurch auch direkt in Phoenix wieder in den Flieger mussten, wo es dann nach Las Vegas ging. Und ich glaube, von uns ist auch keiner in Las Vegas gewesen, bis auf Jan, der war schon zweimal da. Naja, sie werden müde, fick dich, blend die Karte wieder ein. Bis auf Jan, der war halt irgendwie schon zweimal da, Krieger war auch schon zweimal da, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, irgendwie sowas. Ansonsten war noch keiner da. Ich muss sagen, als wir in Vegas schon von oben gesehen haben, ist der Wahnsinn. Es sieht unglaublich klein aus von oben. Die Innenstadt halt mit den Hotels und Casinos, mit den hohen Häusern halt. Aber wenn man da unten drin steht, ist der Wahnsinn. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass durch die ganzen... Ey, was ist denn jetzt hier los, Leute? Ich kann ja keine 10 Meter weit gucken. Ich habe am Anfang gedacht, dass durch die Filme, also jetzt weiß ich nicht, die Casino oder die Ocean-Filme oder weiß der Geier, welche Filme über Vegas noch gibt, Fear and Loathing in Las Vegas und so weiter. Was denn jetzt? Achso, ich dachte, ich hätte schon wieder was kaputt gemacht. dass durch die Filmeinstellung die Stadt etwas luxuriöser dargestellt würde, als sie eigentlich ist. Okay, bei Ocean's 11, der kam, glaube ich, letztens im Fernsehen, habe ich noch geguckt. Da ist es auch so, da ist so ein Gelbfilter noch drüber. Die Leute haben alle ein Hemd an und Abendgarderobe. Aber sobald die Lichter ausgehen in Vegas, es sieht einfach nur phänomenal aus. Da weiß ich nicht, hat bei mir sofort Klick gemacht, Urlaubsstimmung, Vegas, Baby. Also, das war schon echt fett. Wir sind dann untergekommen im The D. Das war ein Casino in... Moment mal, ich muss hier abfahren, ne? In Downtown, am alten Strip. Allerdings ist das... Das habe ich bei Google auch nochmal geguckt, bei Google Maps. Bei Google Maps sieht man, wo heute das The D ist, noch das alte Casino. Das hieß auch anders. Ich habe den Namen allerdings vergessen. Das hieß früher anders und ist auch komplett renoviert worden. Also die Zimmer waren Bombe. Das Casino an sich war ganz cool. Krieger kam natürlich direkt erstmal an und sagte, oberste Priorität ist, Leute, zockt nicht an Automaten.
Und es hat eigentlich keine 5 Minuten gedauert. Da hat der erste von uns schon die Dollar in den Automaten gesteckt. Weil irgendwie am Automaten, und das konnte man in Las Vegas generell beobachten, entweder nur die Alkoholleichen, die Drogenleichen oder alte Leute spielen. Oder Leute, die keine Ahnung haben. Also wir. Wobei wir, naja, egal. Wahrscheinlich zu allem irgendwann ein bisschen gehören. Und